So, wir kommen zurück zu Subnautica Bello Zero. Das haben wir eben gescannt oder gestern gescannt für euch. Und hier geht noch ein Weg runter. Den will ich mir trotzdem nochmal angucken. Ich glaube, ich speichere trotzdem nochmal. Mehrere Speicherpunkte wären auch nice. Kannst du alles mit dem Krebsanzug farmen, ne? Und geil. Ja, ich habe die Stirnlampe noch nicht gebaut. Wir können sie wieder hoch. Also für freies Bauen ist hier genug möglich. Das war so klar. Und ist so mies. Okay, hier ist Schicht. Das war echt eine gute Entscheidung, die Schlappen auszuziehen. Ne? Ich glaube, ich probiere echt gleich mal den Klopf-Klopf aus. Da ist da auch noch was. Nee, ist der... Nee. Oder ist der nächste Aufgang, kann sein. Nee, guck mal, leider. Ich hätte mal die Stirnlampe doch bauen sollen. Ach, come on. Kann man auch anders regeln. Okay. Aber hier muss es noch was geben. Das wird so gut umschützt. Was mich so voll triggert. Und hier die blauen Dinger im Eis. Aber das ist ja gefrorenes Wasser, glaube ich, darstellen. War triggert, ne? Hm, zu Fuß geht's ganz gut. Fern ich nicht in seinem Wohnzimmer da unten rumdackel. Ist alles cool. Warum ist hier so viel Kristall? Das muss doch auch einen Grund haben. Da bin ich rausgekommen, ne? Haha, jetzt kann ich dich mal sehen, du Drecksack. Dann würde ich dich umlegen. Also hier ist man relativ sicher. Er hat mir also immer in den Hintern gebissen. Belästigung am Arbeitsplatz. Guck mal, das ist doch auch so eine Sprungrampe, um da rüber zu kommen.
Mehrere solcher Zapfen. Na, ich gehe halt erstmal zu Fuß ab. Mit dem Schneefuchs ist mir das zu tricky. Aber Ellen hat noch ja nichts gesagt. Ja, unwahrscheinlich hat noch was versteckelt. Obwohl hat er ja auch bei dem Kabelgeschissels nichts gesagt. So wie es aussieht, wenn ich mich hier in der Nähe rumdrücke, ist alles cool. Also hier, wo er nicht rauskommt. Mir sieht so aus. Da ist ja auch wieder ein Höhleneingang. Oder nee, ist wieder Eis. Oben ist auch noch was. Au, jo. Außerdem heizt die ja Overtime, also... Ich da drum gedackle... Kriege ich ein bisschen Heilung wieder. Aber ganz schnell, Junge. Ja, ab ins Körbchen. Also bestückt ist das Plateau schon ziemlich gut, also... Jetzt sag mir nicht, der Sack kann auch hier rein, Okay, eine neue Ressource wohl zukünftig. Der greift hier gleich wieder an. Heilige Kanonenrohr. Ach komm. Okay, also das ist sein Gebiet. Das funktioniert nicht. Da ist nichts. Ich werde jetzt mit dem Klopf-Klopf ausprobieren. Weiter, sehr gut. Dann habe ich hier Zeit. Ja. Der geiert sich da richtig auf. Da bin ich reingekommen, richtig? Richtig. Voll am Austicken, ey. Ach, jetzt hängt das blöde Ding schon wieder. Satz mit X.
Oh, ganz schön ängstlich, die junge Dame. Und zum Moped zittert. Berg erstmal neu ab. Scharbe. Oh Mann, ich habe total den Überblick verloren. Aber hey, hier sind neue Bruchstücke. Ich erinnere mich, dass in der Nähe etwas Wertvolles ist. Speichern. Okay. Wusste ich doch. Ist nur wo. Verzieh dich, Mann. Pirischer. Schade, jetzt hätte ich Klopf-Klopf gebrauchen können. Ah, weiß man Bescheid. Wäre Klopf-Klopf gleich gut. Ah, vielleicht bin ich auf dem Eis sicher. Ist was Wertvolles. Ah. Aber wo ist in der Nähe? Wie der uns triggert, der Sack. Mächtiges Plateau. Ah, hier führt ein Weg hoch. Aus wie von dem Wurm gegraben. Okay, Tab drücken. Violetter Schlüssel, na toll. Ich glaube, wir haben endlich Ruhe vor dem Viech. Nicht den Tag vor dem Abend loben, ist das Beste. Toll. Ja, ja, bestimmt. Dauert mal ewig und mal nicht.
Entschuldigung. Hier wird es doch irgendwas von Alan geben. Echt crazy, alles. Gut gemacht. Also dieser Abschnitt ist wieder richtig mega. Auch wenn ganz schön nervig. Der will mich von irgendwas fernhalten, der blöde Wurm. Hier waren wir auch noch nicht. Boah. Ah, aber der Wurm war hier schon, du. Lumpomatus. Er hat uns voll auf dem Kieker. Was ist da hinten? Blaues? Leiter? Die Taschen so voll hätte, würde ich den Fuchs mal einstecken. Zieh dich. Wow. Ja, das ist unfair. Aber mega Spielsequenz. Mega. Nee, ich will nicht an die Erweiterungsslots. Danke. Ein weiterer Klopfer bestimmt ganz praktisch. Wieder Leitern. Zugefrorener Gang? Nee, der ist nicht zuge... Was soll das denn mit dem Schatten? Okay, leuchtet was Lilanes. Okay. Bisschen bekloppt. Boah, das ist aber echt extrem. Diamanten ohne Ende. Da leuchtet wieder was Lilanes. War zumindest gerade von oben zu sehen. Yep. Ein ganzes Basislager.
Medkits, was sonst? Hauptsache, ich habe da nicht die Medkits drauf. Schmierstoff. Okay. Batterie. Was? Wo? Wie? Ah, da. Der da. Hier wird also empfohlen, einen herzustellen. Reparieren war nicht sehr erfolgreich. Medkits, ja, die brauchst du aber auch. Shit. Alles so verwirrend. Tap, tap, tap. Na, ich geh mal gucken, ansonsten gehe ich wieder runter und dann nach links. Einfach nicht. Mist. Okay, hier waren wir schon. Wo haben wir denn jetzt hergekommen? Ja, knattern. Treibt sich hier irgendwo rum. Alle Wette. Na ja, ich weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Bin aus irgendeinem Tunnel gekrochen. Der Schneefuchs steht durch. Ja, so an der Wand entlang drücken bringt auch nicht viel. Nee, bringt gar nichts. Sehr interessant. Wie komme ich denn jetzt da hoch und wie bin ich überhaupt da runtergekommen? Strengt schon ein wenig an.
denke, das Pathfinder-Tool könnte das doch deutlich erleichtern. Soundkulisse ist auch recht gut geworden. Aber mir fehlt immer noch ein Schlüsselteil, wenn ich das so richtig sehe. Wenn ich weiß, wo die Komponenten stehen. Ja. Eins fehlt noch. Na, immerhin bin ich schon wieder bei meinem Moped. Schon mal Edward. Hier runter. Darüber. Da hoch. In jede Ritze gucken. Ein wenig verwirrend. Nö, 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 da gehe ich jetzt nicht mehr runter, verjeset. So, hier war die Analyse und sagt, bau lieber neu, anstatt zu reppen. Und dann habe ich mich durch den Tunnel geschwungen. Das war wohl nicht die beste Idee. Ja. Hier runter zu jumpen aber auch nicht. Ah, ich gehe mal weiter. Stopp. Im schlimmsten Falle einfach hier weitermachen. Bin ich links gegangen? Nee, rechts ist nicht. Hier ist nur eine Kammer. Hier sieht aber auch nichts nach Ausgrabung aus. Hier so eine Art, ne, wie Ausgrabungsstellen. Nö, 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 ich gehe erstmal retour. Meine Leitern. Aber das ist richtig, hängen so viele Leitern rum, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter, hoch. Hier muss irgendwo der Rest sein. Auch recht interessant aus. Jetzt eigentlich was anderes machen. So, so. Ja, bevor es noch eng wird.
Alan sagte irgendwas Wichtiges. Sehr wichtig für sein Volk. Komm doch, komm doch. Edge. Und du bist aber ganz schön agil. So einen großen hässlichen Wurm. Genau, jetzt habe ich hier einen Überblick. Und da könnte was sein. Pirscher, die nerven mich jetzt schon. Weil mir fehlt halt auch noch eine Tafel. Die lilane. Ach, ich habe noch gar nicht geguckt, was die eigentlich. Violette Tafel. Wir haben aber noch eine Tafel. Nö. Meine haben wir doch komplett eingescannt, oder? Das kann doch sein, dass ich mich täusche. Wird eigentlich hier unten rein sortiert bei Erbauerkomponenten, aber gut. Na, noch eine. Ein Stückchen. Prozent, okay. Nee. Der Fuchs zittert, das ist die Dame. Ist recht zart beseitet, die junge Frau. Zieh die Würm, die. Oh, nur 65 hat er noch mal richtig einen mitgekriegt. Eine Tafel. Und bitte keine Schokolade. Wetter triggert mich. Oh, da ist ein Birscher im Wäsch. Moin, schon weg. Alles gut. Bye bye. Wow. Ja! Jetzt fertig machen.
Ach shit, ich will doch jetzt nicht. Ja, muss ich. Okay, für YouTube aber erstmal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und ja, dann wahrscheinlich bis morgen. Tschüss.